Willkommen zurück bei Ark. Hallo. Na? Wir haben in der letzten Folge unseren Parda getamed. Und ein bisschen hübscher gemacht. Ich hatte so einen Skin im Inventar. Ich denke, ich habe noch mehrere. Und warte mal, der ist Level Up. Ich gehe mal auf Gewicht ein bisschen. Die Nacht bricht bald ein. Ich würde bis zum Ende der Nacht, also bis zum Morgen, noch ein bisschen was an der Base weitermachen. Und am nächsten Tag dann nochmal schauen, was wir noch zähmen können. Ich habe mir überlegt, entweder ein Dodo zu zähmen. Also ich will ja, wie gesagt, wirklich so ziemlich alles mindestens einmal gezähmt haben auf der Map. Also alle Kreaturen, die man zähmen kann. Ob die jetzt nützlich sind oder nicht, mal zur Seite. Also auch wenn die nicht nützlich sind, würde ich sie trotzdem zähmen. Zumindest einmal. Deswegen, ich glaube, ein Dodo ist ziemlich einfach zu zähmen. Da würde ich mal auch damit anfangen. Irgendwas? Und das. So, die Fackel schnell anmachen. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Es ist dann immer so intensiv irgendwie mit den Sounds und alles. Da denkst du immer, da steht irgendwas hinter dir. Komm mal bitte näher, ich brauch dich hier. Steh da einfach nur, das reicht mir schon. Der wird, ich weiß, ich bin nicht allein. Holzgeländer. Wird ich brauchen. Hast du noch Holz im Inventar? Nope. Ich hatte hier doch ein bisschen was zum Essen noch. Warte mal. Genau. Ausmachen. Ich hole noch ein bisschen Holz. Ja, jetzt bin ich zu schwer. Was? Jetzt bin ich schon wieder so schwer. Kann man irgendwas droppen? Ich dropp mal das hier. Okay, so schnell bin ich jetzt da nicht, aber immerhin. Können wir uns bewegen. Jetzt brauchen wir noch Strom. Da haben wir noch was im Parda drin. Boah, ich sehe gar nichts. Ich hatte doch noch zwei Fackeln, wo sind denn die? Stellen wir hier eine hin. Und hier drüben. Hier dann vielleicht. Erstmal außerhalb. So. So viel Licht wie möglich.
Wenn es jetzt auch mal aufhören würde zu regnen, dann würde ich auch ein bisschen was erkennen. Weil Dunkelheit plus Regen ist immer... Okay, geil. Den Schrank wollte ich noch herstellen. Was ist denn das, aber kann ich hier irgendwas machen, wenn das kommt? Ah. Ja, dann kommt der auch runter, oder? Oder lässt er irgendwas runterfallen? Den Schrank, wie gesagt, wollten wir herstellen. Fasern. Ich mach die Musik leiser. Die ist echt zu laut. Ein bisschen im Hintergrund ist ja okay. Ich sehe nichts. Dann. Ich tue da in den ersten Schrank mal die ganzen Skins rein, damit mein Lager, mein Inventar mal ein bisschen leer ist. Ist ein bisschen unübersichtlich. Momentan. So. Zack, zack, zack. Fangen wir an. Zack, 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 zack. Was ist denn das? Rex Brillenskin. Oh, kein Platz mehr, was? Ich weiß, den Rest droppe ich jetzt einfach. So, jetzt haben wir mal ein bisschen... Was ist das? Faunskin, oder? Die Treppe würde ich mal bauen. Gibt es hier irgendwo Holz? Mal das hier weg. So. Fasern. So, jetzt haben wir mal 200 Gesundheit. Den Schrank haben wir jetzt schon gebaut. Ich würde im nächsten Schritt mal ein bisschen auf Beete gehen, also
Sachen anbauen. Wo sind denn die genau hier? Kleines Beet. So ein mittleres, oder? Ist das erst später? Kompostbehälter. Für den Dünger. Stimulanzien. Ich glaube, ich lerne auch mal langsam diese ganzen Holzdinger, also Fenster und sowas. Holztürrahmen erstmal. Basics. Holztür. Holzrampe. Ich würde die Hütte aber trotzdem in Stroh lassen so, und nur die nächsten Sachen, die ich baue, aus Holz. Weil Stroh schaut immer noch so ein bisschen gemütlich aus, finde ich. Ja, was ich noch brauche, ist ein Bett. Habe ich auch noch gar nicht gebaut. Leder. Na gut, Leder habe ich jetzt nicht. Puh. Treppe wollten wir bauen. Hier hin, genau. Was war das? Das schaut schon mal ein bisschen gemütlich aus. So. Auf jeden Fall mehr Holz. Ich will ja nicht reingehen in den Wald. Gibt es nicht hier irgendwo Holz? Außerhalb? Drüben vielleicht? Reicht ein bisschen. Ein Schrank noch. Einen zweiten. Da würde ich vorerst mal das ganze restliche Zeug rein tun. Also ich habe ja noch ein bisschen was im Inventar. Schau ich mal. Ist das so? Ja. Dieses ganze Zeug hier. Ich sortiere das später nochmal gescheit. Aber vorerst. Ja, das kann bleiben. Ich weiß gerade nicht so ganz, was ich bauen soll. Ich bräuchte halt ein paar mehr Engramme, glaube ich. Da gibt es ja noch diese ganzen Werkbänke und sowas. So ein Floß könnte ich auch mal bauen. Ich glaube, ich mache das. Ich stell mal. Stellen wir hier eine Kiste hin. Das ist einfach so ein Zwischenspeicher, falls ich was bauen will, was und ich nicht alles tragen kann. Hier zum Beispiel das Holz vom Floß. Stellen wir das Zeug ab. Also Floß. Hä? Achso, ich hab's ja gar nicht gelernt, ne? 250, also 200 Holz.
Oh, die Geräusche, die machen mich fertig. So. Ich habe jetzt wie viel Holz? 130. In der Kiste noch 50, glaube ich. Genau. Brauche ich noch ungefähr 15, 65. Level up. Ich gehe noch ein bisschen auf Gewicht. Und wir sind Level was? 18. Das heißt, wir können den Futtertrog bauen. Raptor-Sattel. Der einzige Raptor, den wir bisher gesehen haben, war der Alpha-Raptor. Und ich glaube, selbst wenn wir den zähmen könnten, also wenn es vom Spiel ausgeht, ich würde es eh nicht schaffen. Ich glaube, der ist schon ziemlich stark. Kompostbehälter? Nee, nicht Kompostbehälter, ist Quatsch. Los. Holz habe ich. Fasern. 25. Noch ein bisschen was. Habe ich noch in Grammpunkte? Es gibt doch so Fundamente. Dinger, ich weiß nicht mehr genau. Hier. Ich würde das, glaube ich, auch mal brauchen. Aber keine Punkte mehr. Wasser. Futtertrog wollte ich herstellen. Genau. Ja, ich nehme mal kurz das Holz vom Kloster. Metall. Ein bisschen Metall brauche ich noch. Ja, schon wieder Geräusche. Irgendwann wird mich so krass ein Dino von hinten jumpscaren. Ich sehe es schon kommen. So, habe ich jetzt genug. Hier. Eins noch. Schau mal hier. Okay, das reicht schon. Was macht denn der da? So, Stroh, Holz. Brauche ich auch mehr Holz? Hier. Ich stell's mal hier hin.
So. Warte. Ich tue mal alles, was irgendwie mit Bären zu tun hat, da rein. Bist du auch vielleicht. Noch irgendwas, das hier. Okay. So, was gibt's denn noch? Die Kompostbehälter, aber die will ich ein bisschen außerhalb bauen, nicht direkt an der Hütte. Und dafür brauche ich die Fundamente. Ich glaube, ich gehe dann tatsächlich mal ein Dodo zähmen. Ich habe hier. Machen wir erstmal die Fackeln aus. So. Ich habe hier vorhin im Wald einen gesehen. Ich schau mal, ob der noch da ist. Beziehungsweise, was heißt vorhin? Beim letzten. Bei der letzten Aufnahme. Okay. Der stirbt aber nicht daran, ne? Wenn ich. Doch, der stirbt daran. Ich brauche. Oder darf ich den nur punchen mit der Faust? Ich weiß gar nicht, was, wie man die am besten lähmt. Bewusstlos schlägt, meine ich, Entschuldigung. Jetzt muss ich erstmal einen neuen finden. Auf der anderen Seite waren einige. Ah, da ist auch einer. So. Level 96. Versuch den mal zu punchen. Stirbst du, oder? Okay. Habe ich keine Bären. Mist. Schau mal hier. Wandert. Okay, das geht recht schnell. Das war ein männlicher, ne? Hahn. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Verhalten. Passiv. Folgen. Deaktivieren. Das noch eine. Wenn der weiblich ist, würde ich den sogar mitnehmen gleich. Oh, hier. Weiblich. Nee, männlich. Ich würde noch ein Weibchen vielleicht zähmen, wenn ich eins sehe. Hallo. Level 143. Was war das?
Als nächstes. Ich stelle mal so einen Bogen her. Und ein paar Pfeile natürlich. 27 kann ich bauen. Schon mal kurz. Letztes Mal. Können wir alles in den Futtertrog werfen. So. So, Level up. Geh noch ein bisschen auf Gewicht. Bei dem. Den Pfeil können wir auch ausrüsten. Cool. So, was können wir denn noch bauen? Ich stelle mal ein paar Wände her, weil die werde ich später sowieso brauchen. Und den hole ich runter. Der ist mir zu suspekt da oben. Wenn ich mal treffen würde. Ich treffe ihn nicht. Ha. Hat er mir irgendwas geklaut? Ich glaube, du musst du essen. Ich wollte irgendwas mit Leder herstellen. Das war also das Bett, ne? Mal deswegen Level up. So, Gewicht passt erstmal, Gesundheit passt. Ich gehe noch ein bisschen auf Ausdauer. So, Level 19 sind wir. Tisch, Bücherregal. Was wollte ich vorhin nehmen? Nimm mal den Tisch. Und den Mörser. Und stell den Mörser auf den Tisch dann. Oh fuck, 2 Punkte brauche ich noch. Beim nächsten Mal dann. Tisch kann ich aber schon mal bauen, zumindest. 12 Metall. Das war nicht ich, das war irgendwer anders. Kann man mit der Axt besser Metall sammeln? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt 7 Metall. 5 brauche ich noch. Sind es 8? 4 noch? 3 noch? 2. Hier ist noch eine Stelle. Schon noch einen. So, das reicht. So, jetzt können wir den Tisch, glaube ich, bauen. Holz habe ich noch vorne im Lager. Und ist irgendwas, ein Trike ist das, ne? So, Tisch.
So, das können wir da einstellen. Muss mal ein bisschen platzsparend. So vielleicht. So geht die Tür auf. Wenn ich sie aufmache. Genau bis zur Tischkante. Ist auch nice. Genau, da würde ich dann später den Mörser draufstellen noch auf den Tisch. Jetzt momentan. Wieso habe ich den Stuhl gelernt? Also das war jetzt unnötig. Ich habe es überhaupt nicht mehr im Kopf, warum ich das angeklickt habe. Ah nee, das hat der, glaube ich, automatisch gemacht, weil ich den Tisch gelernt habe. Also das war nicht von mir aus. Genau, das Bett wollte man noch machen. 30 Fasern. So. Bett. Ich stelle es mal hier hin. Oder soll ich seitlich? Ne, ich mach's mal so, es schaut besser aus. Auch wenn's platztechnisch nicht so effektiv ist. Ich kann es, also ich werde es wahrscheinlich eh noch erweitern, die Hütte, also es wird nicht so klein bleiben. Okay. Ich würde den Cut setzen. Ich schaue, dass ich wirklich jede Folge, wenn ich nicht gerade vorhabe, irgendwas Großes zu zähmen, dass ich immer wieder mal irgendwas Kleines jetzt, wie in dem Fall ein Dodo oder sowas zähme. Wie gesagt, ich will am Ende sowieso alles einmal gezähmt haben. Wenn mir irgendwas, diese eine Echse, diese kleine Echse, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, irgendwas mit L. Ich glaube, die zähme ich auch nochmal. Vielleicht ist die auch ganz einfach, die Zähmung, ich weiß nicht genau. Ansonsten würde ich noch mit dem Bau des Hauses weitermachen. Wenn wir nochmal Level Up sind, dann erstmal den Mörser und danach können wir, glaube ich, auch schon mit der Schmiede anfangen. Oder? Ja, Level 20. Genau, dann geht's. Und dann die nächste große Zähmung wird entweder der Raptor sein oder ein Trike. Ich schau mal. Ich glaube, ich nehme erst den Trike, weil der ist, glaube ich, einfacher, beziehungsweise das Gebiet, weil der, das sind die gleich da vorne. Die Raptoren sind, glaube ich, weiter hinten in den gefährlichen Gebieten. Aber das überlegen wir uns mal in den nächsten Folgen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Ciao.